So Leute, willkommen im Brandnertal. Da vorne zieht es schon ein bisschen zu, aber über Nacht kann es ruhig regnen, das ist mir eigentlich egal. Wichtig ist, dass es vielleicht morgen schön sonnig ist. Und ja, das Fahrerlager ist schon aufgebaut. Habt ihr gesehen, beim Zeltaufbau haben wir uns ein bisschen angestellt, das war das erste Mal. Und ja, es gibt erstmal schön Essen und morgen Biken. Ich habe mega Bock. Oh ja, das wird morgen ein richtiger schöner Spaß. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go. So Leute, guten Morgen aus Brandnertal. Es hat die ganze Nacht durchgepisst. Mal schauen, wie hier die Strecken so sind. So ein paar Biker sind schon unterwegs, aber da heute Montag ist, ist echt nicht viel los. Ja, ich weiß nur, dass ein paar Teile von der Downhill gesperrt sind. Und ja, mal schauen. Fahren wir einfach mal hoch und gucken uns das an. Haha, ich bin nass. Erst wenn es grün ist. Also ich, hier ist eine. Okay, cool. Wenn man kein Rot mehr sieht, kann ich wieder mitmachen. Ah, jawohl. Das ist ja cool. Super. Probier's. Da, mit, das, da braucht man Technik. Die müssen wir quasi halten. Die mögen so bezahlt, aber wechseln. Jawohl, was haben wir denn? Okay, die GoPro Woods Nordshot Zeug da ist geschlossen. Ach, Menno. Mann, gut, dann fahren wir mal die blaue. Yes, Sir. Du zeigst mir das. Los. Zeig dir das. Die Dame vor mir war schon mal da. Okay, aber ich kenne die Stücke hier aus den Videos ein bisschen. Okay, komm mal. Auf geht's, schneller fahren, sonst sehe ich nichts. Fahr schneller! Jetzt müssen wir das weibliche Geschöpf ein bisschen antreiben. Ja, hier geht noch eine Abzweigung raus. Ich habe auch was im Auge. Und es tränt wieder wie Sau. Weil ich depp wieder keine Brille trage. Und wieder rein in den Nebel. Oh. Ich sehe nichts, aber das sind Doubles, glaube ich. Und noch einer. Oh, ja. Servus. Also die Strecken hier machen schon Spaß. Also ich bin jetzt ja nur hier auf der blauen. Ein paar Meter gefahren. Naja, die Holzstrecke hier ist geschlossen. Stand ja oben. Ja, das macht, macht schon Gaudi hier. Ah, ich hab was im Auge. Ah, so. Oh, ich habe Angst, dass ich wegrutsche. Sieht so glatt aus. Oh nein, Holz. Ah. Oh, das ging. Ich glaube, dass sie eine Beschichtung haben. Die Holzteile hier. Fühlt sich so an, ja.
Geil. Ich sehe ja gar nichts. Was kommt davon? Ah! Oh Gott. Okay, das sollte man doppeln. Oh, ganz schlechte Idee. Oh, Holz. Oh, das sieht schon cool aus. Aber irgendwie scheint es zu gehen. Ah! Oh Gott! Ja, ich fühle mich nicht sicher. Oh shit! Ah! Ja, hier sind ein, zwei Bretter, die nicht beschichtet sind. Ah, weg hier, weg von dem Holz. Also Holz ist echt keine Freude, wenn es nass ist. So, was haben wir hier? Das ist also der Beef-Abteil. Sieht hier ganz nach Beef aus. Meine lieben Freunde. Oh. Das sind meine Freunde. Schwupps. Oh nein, eine Wolwelt. Oh nein. Hey, da ging voll. So. Oh, das hat nicht gereicht. Oh, der aber. Okay, da unten sind Drops. Sollen wir den dritten fahren? Den fährst du auch, oder? Ich fahre erst noch den zweiten. Den zweiten. Ah, ich will zu den Drops. Ich probiere hier einfach mal den vierten. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Naja, hat gepasst, oder? Man sieht Nebel. Nebel? Nebel ist ausreichend da. Hier ist die Frühreitstrecke, oder? Frühreitstrecke. Frühreitstrecke. So Leute, der Nebel ist jetzt ein bisschen weg. Jetzt schaue ich mir mal den Frühreittrail an. Ja, ich kenne den ja eigentlich von den Videos her, aber wenn man den selber fährt, ist es noch ein bisschen was anderes, glaube ich. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich glaube, da vorne geht es auch rein. Die rote Leine ist das hier. Mittel. Das Holz ist, glaube ich, mittlerweile auch einigermaßen getrocknet. Jawohl. Oh, muss ich ein bisschen kurbeln. Geil. Ah, hier ist doch die Stelle, wo der Elias, der Schwärze Elias, da das Haus hochspringt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das Video kennt. Alter, absolut krank. Und hier springt er dann so runter. Mega, Alter. Ich würde es nicht machen. Alter, da ist auch kaum Landung da. Krass. Hier geht's weiter, yes. Ah. Oh Gott! Oh, Scheiße! Oh. Okay, die Sprünge sind echt geil. Muss ich bei der nächsten Abfahrt gleich normal fahren. Oh Gott, Schlamm! Oh. Oh shit! Was ist das hier? Oh Gott! Das ist die Frage. Woody Coaster oder die normale Strecke? Okay, bei der nächsten Abfahrt fahre ich den Woody Coaster. Ich fahre jetzt erstmal lieber die normale. Wenn man das so nennen darf. Ah, ein Table?
Okay. Oh Gott. Oh. Kennt ihr das, wenn in den Landungen Schlamm ist und man denkt sich so im Flug, bitte einfach nicht ausrutschen. Okay, nochmal Holz. Scheint aber trocken zu sein. Jawohl. Also die Strecken hier sind echt geil gebaut. Die Kurven vor allem. Macht mega Spaß. Servus. Die Jungs sind fleißig am Arbeiten. Perfekt. Jawohl. Das Holz wird langsam auch trocken. Brauchen wir eigentlich keine Angst mehr haben. Na, fahren wir mal den Daumensprung davon. Oh shit, eine Kuh. Oh. Die hat mich jetzt ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Oh, jawohl. Jetzt fahren wir mal einen großen Drop. Ah, die Dinger sind noch gesperrt, wie es aussieht. Ah, das ist eine Absperrung. Kann man leider nicht fahren, ey. Oh Gott. Ach schade, auf die Sprünge hatte ich mich eigentlich gefreut. Die sahen auf den Videos immer recht geil aus. Ja, schon wieder so ein Kollege auf der Strecke. Double Peace. Pass auf den Anlauf. Ja. Der ist ein bisschen wild da. Das ist jetzt sein Fahrrad. Ja, der hat gerade schon so Anlauf genommen, als er da stand. Ich glaube, dass der will boxen. So, diesmal fahre ich da nicht da oben rein. Ha, diesmal habe ich es geschafft. Die machen so Spaß. Er scheint trocken zu sein. Oh Gott. Oh. Gut, dass das trocken ist, ey. Kein Bock, mich hier irgendwo ins Gebüsch zu legen. Nix Gefahr hier. Ich will keine Gefahr. Oh, wir haben es überlebt. Geil. Du bist nicht auf der Strecke. So Leute, wir sind gut eingesaut. Jetzt reicht erstmal mit Brandmetall. Hier ist einfach zu viel gesperrt. Wir waschen jetzt die Räder und dann geht's weiter nach Sölden, oder? Oder fahren wir Serfaus? Fahren wir nach Sölden.